Theo Gregor Justus Strattmann, oder wie die Bild ihn nennt, Deutschlands größter Schnüsseltini, ist zum ersten Mal bei STRG F durch seine guten Jokes aufgefallen. Es gibt ja auch Leute, die fahren nicht in Urlaub, ne? Die sparen ja für mich ein. Auf Instagram gingen dann die Jokes vor allem gegen den Pöbel der Gesellschaft weiter. Das hört ihr mit eurer Freeway-Cola nicht wirklich hier. So duschen die Reichen. Und ich habe ihn einfach mal in mein neues Talk-Format eingeladen, um rauszufinden, ob er in echt genauso lustig ist wie im Internet. Ich bin lustig. Hat er überhaupt Geld oder ist es alles Fake, wie ihm ja auch manche YouTuber vorwerfen? Oder ist er einfach nur ein 18-Jähriger, der sich einfach noch finden muss? In der Doku meinte er noch, Söhn ist auch Söhn, ne? Da muss man ja auch ein bisschen mit Präsenz kommen. Wie der Deutschen Bahn kommt, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Zu mir ist er mit dem RE1 gekommen. Naja, und jetzt macht man einen fetten Applaus für Theo Gregor Justus Strattmann. Bevor wir gleich so Vergangenheit, Schule und sowas kommen, wollte ich direkt mal mit der Frage in den Raum starten, die, glaube ich, die meisten am meisten interessiert. Warum dieses Auftreten? Warum dieses fett, krass Polarisierende? Ja, ich glaube, das ist eigentlich, kann ich ganz leicht beantworten. In dieser ganzen Social-Media-Welt heutzutage ist es, glaube ich, so gut wie unmöglich, noch viral zu gehen, wenn man normal ist, oder? Also man muss ja in irgendeiner Art und Weise herausstechen und ja. Ja, aber muss man das dann so machen? Also muss man dann so dieses so von oben herab so machen, oder? Es ist ja nicht unbedingt von oben herab, es ist mein Humor und viele nehmen es dann einfach persönlich. Wenn du es nicht persönlich nimmst, dann ist es auch nicht von, also es ist auch nicht, dann will ich auch, ich will ja gar keinen damit angreifen, verstehst du, was ich meine? Ja, aber es ist ja jetzt so, dass Leute sich angegriffen fühlen. Das ist dann das eigene Problem von denen, weil ich habe ganz deutlich klargestellt, dass es hier Humor, auch in einem Statement von mir, nimmt das auf gar keinen Fall persönlich. Wenn man es dann trotzdem noch persönlich nimmt, dann kann ich am Ende des Tages daran leider auch nichts mehr ändern. Okay, aber du hast halt so Aussagen wie drin, dass halt Leute, die irgendwie ihren Urlaub früher buchen müssen, halt so Systemopfer sind. Also wie soll man das denn dann als Humor nehmen? Die Aussage kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern. Es gibt ja wirklich Leute, so richtige Systemopfer, die planen so ein Jahr im Voraus, in was für ein Hotel die gehen, ja, wo sie hinfahren. So, jetzt ist alles gut. Und hast du die Brötchen geschmiert für die Reise und so, weißt du, da krieg ich einen zu viel, das ist peinlich. Ja. Also das ist halt so die Frage, dann stelle ich mir so, was ist denn das jetzt an Humor? So, das ist halt einfach so ein, okay, ein Pfleger muss halt, ja, keine Ahnung, also auch, ich kenn's auch von meiner Mom, wir mussten halt ein Jahr vorher überlegen, wo wir hinfliegen, weil sie im Krankenhaus gearbeitet hat. Und konntest du halt nichts dran ändern. So, warum ist hier das war jetzt, die Aussage von mir war gar nicht unbedingt aufs Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie. Also, es war gar nicht aufs Geld irgendwie fokussiert, da der Punkt, sondern es ging da eher darum, dass ich es sehr, sehr lustig finde, Leute, die irgendwie so ein Jahr, also sagen wir mal Allmänner, so die ein Jahr vorher ihren Urlaub buchen, weil sie so eingespannt sind in ihrem Job. So, ne? Und das finde ich, oder das ist eine Lebenssituation, die ich einfach im Leben nicht haben möchte. Ja, du, die dich haben willst, ist ja auch vollkommen fein, aber ich check's halt nicht, warum man dann so die Leute so als Opfer bezeichnet. Ja gut, ob ich jetzt sage, ich find's lächerlich, wenn man einfach ein Jahr vorher seinen Urlaub plant. So, es ist jedem im Endeffekt selbst überlassen, aber ich darf's ja sagen, ne? Machen wir mal weiter. STRG F. Du hast dich oft beschwert, dass STRG F dich aus dem Kontext geschnitten hat. Und du hast dich oft beschwert, dass STRG F sein Kaviar nicht bezahlt hat. Deswegen haben wir hier vor Ort dir Kaviar besorgt. So schön mit Crackern. Ich habe keinen Plan, wie man Kaviar serviert. Ich weiß auch nicht, wie man isst. Ich habe auch noch nie. Ich habe einmal Kaviar gegessen in meinem Leben. Das ist schon 10 Jahre her. Du willst jetzt so viel auf einmal essen davon? Wie isst man die denn? Das war jetzt schon. Hä, hey, wie isst man die denn? Ich weiß nicht, wie ich die esse, aber ich würde nicht so einen ganzen Löffel, ich würde es nicht essen, als wäre es ein Joghurt. Also ich persönlich würde ihn jetzt einfach so essen, bisschen hier was drauf, ne? Wo ich sagen muss, dass ich gar kein so großer Fan von Kaviar bin. Aber warum isst du den dann? Ich esse persönlich gar kein Kaviar, jetzt habe ich ja auch extra noch, ich glaube, ich habe es auch 2-3 Mal schon auf TikTok gesagt, das habe ich einfach nur gemacht, um bewusst STRG F Futter zu geben, ja? Weil, ich weiß ja, dass so welche Aussagen polarisieren, wenn ich sage, der Rest kann jetzt weg oder so. Ja, aber warum machst du das? Das ist doch einfach, ist das nicht scheiße? Warum ist das scheiße? Mein Plan geht ja auf. Ich kriege mehr Reichweite. Also es geht einfach nur mit den Aussagen nur um Reichweite, dass du einfach nur möglichst viel Follower bekommst, viel Reichweite, überall mit dabei bist.
Nicht unbedingt. Ich finde den, also ich sag mal so, ich muss zugeben, ich bin am Anfang gar nicht mit dieser Einstellung reingegangen, dass es so heftig polarisiert, weil ich glaube, wenn du nicht so, du bist jetzt wahrscheinlich nicht viel so auf Social Media aktiv, ich war vorher nicht wirklich so viel aktiv und dass das so krass einschlägt, das hätte ich niemals gedacht. Ja, und am Ende des Tages habe ich mich halt einfach so ein bisschen lustig darüber gemacht und habe den halt sozusagen, dass ich weiß ja, dass die ein relativ links eingestellter Account sind, so Kanal sind und die natürlich so welche Aussagen rausschneiden werden und nicht meine positiven Aussagen. Ne? Das war mir so ein bisschen klar. Aber es ist dann am Ende des Tages, wie gesagt, so doll polarisiert, das hätte ich persönlich aber, nicht gedacht. Aber was haben die denn aus dem Kontext geschnitten? Also deine Aussagen waren ja, also ich persönlich fand, die standen so für sich. So, wenn du sowas droppst, dann... Das ist ja ganz klar, dass man sowas nicht ernst meint, oder? Glaubst du, ich bestell Kaviar und schmeiß es weg? Das ist jetzt, also, mal ehrlich jetzt. Ja, aber auch so Aussagen, wie andere können für mich einspannen. Kannst du jetzt auch sagen, dass das ein Joke war, dies, das. Aber checkst du nicht, dass Leute dann denken so, ja, was soll die Scheiße so? Ich gebe mir hier Mühe und dann kommt irgendein Schnösel dahergelaufen und sagt, ja, andere können ja für mich einsparen. So, das ist ja ich genau kaufe mir das, was ich kaufe mir eine Bambus, ich kaufe mir eine Bambuszahnbürste. Und irgend so jemand fliegt mit einem PJ, wie er es nennt, nicht privat, sondern PJ, fliegt um die Welt so. Und dann denkt man sich, okay, da muss ich auch nichts mehr machen. Das löst doch eher Frust aus. Das ist doch eher genau das, was man nicht erreichen möchte. Am Ende des Tages habe ich es auch schon öfters gesagt, dass das Klima mir nicht scheißegal ist. Ich muss ja irgendwas machen, womit ich heraussteche. Ja, ja, aber muss es sein, dass die Leute dich scheiße finden? Also ich will nicht sagen, dass alle mich scheiße finden. Und ich finde es immer sehr, sehr lustig. Am Ende des Tages ist es mir relativ egal, ob Leute mich scheiße finden. So diese Herangehensweise check ich nicht. Also will man nicht mit was bekannt sein, dass Leute sagen, ey, der ist cool, der ist, also dass die breite Masse sagt, ey, ich finde eigentlich stabil, cooler Typ, so. Ich will ja auch, klar, das stimmt, keine Frage, aber ich will ja auch langsam, ich zeige ja auch langsam mal meine echte Seite. So, hier sitze ich jetzt nicht mehr und sage, hier, der Kaviar kann weg, so, weißt du? Das war ein, zwei Mal, um richtig einmal, weißt du, was ich meine? Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich auch nicht jetzt hier. Dann wäre ich auch nicht von dir eingeladen worden. Dann wäre ich nicht von anderen Leuten eingeladen worden. So, wenn ich jetzt ganz normal, wie viele in der Steuerung F-Doku waren, die wurden ja nicht, da haben ja nicht alle YouTuber drauf reagiert und so. Verstehst du, was ich meine? Also man kann halt schnell damit polarisieren, dass Leute einen Kacke finden. So, das ist easy. Das ist, du musst einfach nur irgendwelche Aussagen machen, die halt, wo du weißt, die ecken unfassbar an, viele Leute finden das doof. Und dann gehst du Fame. Aber was bringt dir dann die Reichweite? Also klar, du hast jetzt Reichweite, du wirst eingeladen, du bist bei Shows dabei, aber was bringt dir das? Wie gesagt, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, ich hätte ja niemals gedacht, dass es überhaupt zu diesem Punkt kommt, wo ich gerade bin. Ich dachte, ich gehe in diese Doku, mache mich ein bisschen, mache ein paar Späße, so gib Steuerung F so ein bisschen Futter und das war's dann, weißt du? Ich hätte ja nie gedacht, dass das so hart polarisiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist auch nicht immer leicht, damit umzugehen, weil, wie gesagt, ich ja eigentlich gar nicht so ein Typ bin, wie ich bei Steuerung F mich darstelle. Wenn ich meinen Teller im Restaurant bestelle, dann esse ich den auch auf. So, weißt du, da schmeiße ich nichts weg. Ich bin so, ich habe wahrscheinlich... Ja, aber warum sagst du denn das dann? Einfach, ich jetzt schon einfach nur öfters polarisieren. Zu polarisieren. Also einfach nur wegen Reichweite, okay. Aber hast du nicht Angst, dass du dir deine Zukunft damit verbaust? Also, dass Leute dich jetzt als diesen Ultraschnösel jetzt irgendwie so kennenlernen und keine Ahnung, keinen Bock haben, mit dir in deinem Business zusammenzuarbeiten und vielleicht funktioniert es mit dem Business nicht mehr. Du kriegst irgendwie keinen Job mehr, weil die denken, okay, den kenne ich noch aus der Steuerung F-Doku. I mean, eine ganze Generation hat dieses Thema jetzt mitbekommen. So, ne? Also, das hat ja schon wilde Wellen geschlagen. Nee, ich mache mir da tatsächlich keine Gedanken drüber. Und ich glaube, man sollte auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und mal einen Gang runterfahren und vielleicht jetzt nicht so, also so weißt du, jeder zerreißt sich ja das Maul über meine Aussagen und am Ende des Tages sind es auch nur Aussagen, die ich tätigen dürfte, ne? Also ich will nicht sagen, dass ich hinter den ganzen Aussagen stehe, aber also ich kriege so viel Hass ab, weißt du, was ich meine? Ja, aber kannst du es nicht verstehen, dass du den Hass abbekommst? Also dass Leute sagen, ey, ich bemühe mich hier, ich weiß nicht, flieg vielleicht kaum in Urlaub oder versuche nur Bahn zu fahren oder dies und das. Und dann bleib in Europa, weil ich halt wirklich was machen will fürs Klima. Und dann kommen halt Leute dahin und sagen, ja, nee, ich fliege eigentlich gerne jede Woche PJ. Ja, aber wie gesagt, das ist ja mein Humor. Das habe ich gesagt, ich habe ja schon tausendmal gesagt. Ja, ja, aber das ist ernst. Und klar triggert das, das kann ich auch voll nachvollziehen, keine Frage. Aber am Ende des Tages ist es jetzt ein bisschen von diesem ganzen, wer würde es, also wenn man jetzt beispielsweise auch oft in Urlaub fahren kann, wer würde es nicht machen? Ich sage auch gar nichts gegen Urlaub fahren, aber ich sage die Art und Weise, wie man es so vermittelt. Ja, es so ist, dieses, wie gesagt, das Polarisieren dahinter. Na, okay. Einfach.
Ja, für den kommen wir wohl nicht auf den Nenner. Ich check das halt nicht. Thema Schule. Du bist nicht so Fan von Schule gewesen, ne? Warum soll ich mir von einer verbeamteten Person erklären lassen, wie ich im Leben erfolgreich werde? So, die ist das größte Opfer des Systems, weißt du? Die Unternehmer soll ich gut verstehen können mit dem größten Opfer von dem System. So, weißt du? Das klappt nicht. Das sind einfach zwei Fronten, die aufeinander knallen. Ja, viele Sachen haben mich einfach absolut abgefuckt in der Schule. Was hat dich abgefuckt? Dass die sich so übereingestellt haben, weißt du? Ich finde, wir sind ja alle Menschen und ich war immer so, du warst immer... Ja, aber also ich mag das nicht, dieses so... Ich habe auch mal gedacht, warum muss ich, klar, so, ich muss meinen Klassenlehrer siezen, aus Respektgründen. Und ich verbringe immer gefühlt mehr Zeit mit dem als mit meiner eigenen Mutter, wenn ich so von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse jeden Tag... Verstehst du, was ich meine? So? Mhm. Ich verstehe nicht, warum da nicht so eine Basis herrscht, so auf... Natürlich gibt es auch so welche Lehrer, aber auf so einer coolen Ebene, so, weißt du, so... Ich helfe dir. Aber ganz kurz, checkst du gerade die Ironie? Du hast dich darüber abgefuckt, dass die sich so übereingestellt haben. Und auch wenn es nur dein Humor ist, machst du das ja auf Social Media auch so, dass du dich über die Menschen stellst. Ja, ich glaube aber, es ist... Du sagst, das ist dein Humor, aber ja. Genau das hat dich getriggert und genau das machst du jetzt selber. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das, was ich mache, nicht triggert. Das habe ich ja nie gesagt. Ja, ich bin eine Rolle. Wenn du mich nicht magst, guck mich nicht an. Fertig, Punkt. Wenn du meinen Humor nicht verstehst, dann entfolg mir und fertig. Ganz einfach. Okay, du wurdest dreimal für jeweils 6 Wochen suspendiert. Digga, was hast du gemacht? Boah, ich habe einfach viel. Ich war nie asozial. Dreimal, ich weiß, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Dreimal war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war einmal für 3 Tage und einmal für 6 Wochen. Und irgendwie, ich habe es dann nur so eben kurz übers Ohr geschmissen. Ja, ich wurde dreimal suspendiert für je 6 Wochen. Ne? Also das muss man sich mal so überlegen. Ich wurde auf jeden Fall das eine oder andere Mal suspendiert. Einfach so, ich hatte viel Kacke im Kopf. Ne? Ich konnte nie so, ich hatte eine starke Leserechtschreibschwäche. Das hieß, dass ich wirklich bis zur, ich weiß nicht, 14, glaube ich, konnte ich nicht lesen. Mhm. So, und da hast du halt viel Scheiße im Kopf. So, ne? Ich war nie asozial oder so, ich habe mich nicht geschlagen oder so, sowas mache ich nicht. Sondern ich war halt einfach so, dass ich Pause so lange gemacht habe, wie ich möchte. Und, ja, dafür wird man nicht für 6 Wochen suspendiert, du musst ja was gemacht haben. Ja, wenn du das jeden Tag machst, dann wirst du schon irgendwann suspendiert. Ja, aber doch nicht für 6 Wochen. Das hat ja auch irgendwas mit pädagogischen Maßnahmen zu tun und so. Ne? Wenn man, ich war da ja auch noch jung. Da war ich in der 3. Klasse oder so. Du wurdest in der 3. Klasse für 6 Wochen suspendiert? Ja, weil ich einfach viel Kacke im Kopf hatte. Weißt du, ich hatte einfach keinen Bock auf Schule. Es ist auch so, wenn alle gut in Deutsch sind und du bist der Einzige, der es nicht geschissen bekommt, ist es auch einfach ein bisschen, ist einfach Kacke. Ich war auch auf einer Privatschule. Ich glaube, auf einer öffentlichen Schule wäre das nicht so schnell gegangen. Aber meintest du nicht, du kommst aus einem normalen Elternhaus? Ja, trotzdem war es eine Privatschule. Es gibt ja auch Privatschulen, die nicht viel kosten. Okay, ja, ich kenne mich da nicht so aus. Ganz normal, also es war jetzt kein Elite-Internat oder so. Es war eine ganz normale Privatschule, die 400 Euro im Monat kostet. Ist nicht... Gut, die hätten wir, glaube ich, nicht gehabt, aber... Naja, anderes Thema. Thema Dubai-Auswandern. Du hast mir am Telefon gesagt, du bist nach Dubai ausgewandert. Wegen mehr für Steuern oder weil Wetter so nice ist? Nee, ich war da jetzt, ich bin gerade tatsächlich dabei, so, ich bin genau im Aufbruch. Du bist doch gar nicht. Ich bin gerade so im Aufbruch. Ich war jetzt vor 1,5 Wochen da, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt will ich wieder so in 4 Wochen zurück. Natürlich, das kann man nicht verstecken. Steuern ist ja natürlich, zahlt man weniger, keine Frage. Aber es geht mir auch einfach viel, wirklich tatsächlich Wetter. Weil ich habe unfassbar mehr Energie, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Sonne ins Gesicht bekomme und es nicht am Regnen ist. Und auch einfach das Mindset da, finde ich ganz angenehm. Das Mindset, okay. Viele Leute sind halt einfach sehr erfolgsfokussiert und da passiert halt einfach mehr als in Deutschland. Ne? Ist Mindset, dass man da, dass Sklaverei da legal ist, oder was meinst du für Mindset? Das hat ja jetzt gar nichts damit zu tun. Dass es eine Diktatur ist, darf man nie vergessen. Das ist auf gar keinen Fall richtig, keine Frage. Aber in so eine Schiene... Warum will man da hin? In so eine politische Schiene, sage ich dir ganz ehrlich, will ich auf gar keinen Fall jetzt hier reingezogen werden. Ich weiß, dass das scheiße ist, aber... Du machst doch auch in anderen Ländern, weiß nicht, ich kann auch nach Bali auswandern, da sind die Arbeitsverhältnisse auch absolut nicht in Ordnung, wie die Leute dafür unter Mindestlohn arbeiten. Ja, ich aber sag dir ehrlich, das ist in Dubai nochmal eine andere Geschichte da. Ja, ich finde das katastrophal. Ich stehe da manchmal am Fenster und sehe diese Arbeiter, da wird mir schwindelig, wirklich. Also aber warum will man dann hin, wenn man da... Ich sehe da wirklich, also wenn ich, erstmal,
wenn ich die da arbeiten sehe, bei 45 Grad in der Sonne, dann denke ich mir, ich gehe da auch manchmal hin und spende denen was oder so, weil das mir wirklich leid tut. Das ist eine Sünde, keine Frage. Das kann man nicht anders sagen. Das ist aber unter aller Menschenwürde. Also wenn du sagst, okay, Geld spielt eine Rolle, warum macht man da nicht irgendwie was, wo halt jetzt nicht 50 Grad im Schatten sind im Sommer, wo man dann actually rausgehen kann und wo Steuern nice ist. Also es gibt ja wohl was anderes als Dubai noch. Also ich finde Dubai einfach sehr geil. Dubai ist meine Lieblingsstadt. Aber ist es nicht irgendwie so, dass man sich nicht denkt, hey, Frauenrechte sind da absolut beschissen, so Arbeitsrechte sind absolut beschissen, es ist ultra heiß drauf und du kannst halt nicht rausgehen in der Sonne chillen. Im Winter ist es perfekt. Gerade im Winter ist es ein unfassbar tolles Klima. Ja, aber willst du da leben, wo man nicht ohne eine Klimaanlage leben kann? Ja, so? Weiß ich nicht, wo kannst du, also du kannst auch nicht, also es gibt kann man nicht jetzt sagen. Es gibt so viele Länder auf der Welt, wo du ohne Klimaanlage nicht leben kannst. Das ist kein Argument. Also ehrlich. Ja, sorry. Mit den Arbeitsverhältnissen, das heißeste Land der Welt so ungefähr. Ja, aber damit muss man klarkommen oder halt nicht. Ne? Ich komme damit ganz gut klar. Aber mit so Arbeitsverhältnissen, wie gesagt, das ist absolut scheiße, aber du machst da ja auch nichts dagegen. Ja, ich wandere halt nicht so aus. Ja gut, also, aber ich mache mehr was damit, wenn ich dahin auswandere und die unterstütze vielleicht finanziell, denen mal ein bisschen eine Spende in die Hand drücke. Und, nee, du supportest ja das System dann. Du bist ja dann aktiv da und sagst, okay. Du kannst auch in ein anderes Land auswandern und da gibt es auch Scheißsachen. Supportest du dann das System dadurch automatisch? Das ist eine sehr politische Diskussion, da will ich, das ist schwierig. Gut, gehen wir weiter zum Bild-Zitat. Das fand ich sehr, sehr funny. Du hast der Bild gesagt, ich will 10 bis 20 Millionen Euro netto im Jahr, eine 60 Meter Yacht in Saint-Tropez mit 10 schönen Blondinen, das geht nur mit Auswandern. Warum geht das nur mit Auswandern? Ich glaube erstmal... Und warum 10 Blondinen? Reicht nicht einer? Also ich glaube, jeder, der diesen Text liest, checkt, dass das Humor ist, oder? Jetzt mal Hand aufs Herz. Das was ist? Dass das Humor ist. Also, wenn jetzt diesen... Also, sorry, ne? Aber ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Also ist einfach ein Gag. Also natürlich, als ob ich 10 Blondinen brauche, das ist Umgangssprache, das ist ein Spaß. So, ich glaube, jeder will irgendwann seine Frau heiraten und Familie haben. Das ist doch ganz klar. Also so, fertig. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Okay. Privatjet. Du hast gesagt, dass du gerne Privatjet fliegst, oder PJ, wie er es nennt. Da checke ich eine Sache nicht. Du teilst ja ungefähr alles auf Instagram von so Reichtum, Moet-Flaschen, dies, das. Warum ich das nicht teile? Warum packst du deinen PJ-Flug nicht in die Story? Aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich in meinem Leben noch nicht 100 Mal PJ geflogen bin. Und die 2-3 Mal, wo ich geflogen bin, da bin ich meistens mit Bekannten geflogen. Und dann poste ich das nicht, weil die wollen nicht in meinen Storys sein. Die haben mir das auch ganz klar und deutlich gesagt. Aber du kannst doch auch PJ fliegen und man sieht nur dich auf dem Bild, auf dem Foto. Das kann ich machen, ich kann ein Bild von mir machen, aber habe ich nicht gemacht. Also du bist 2-3 Mal PJ geflogen, aber hast kein Bild davon gemacht? Nee, wie gesagt, weil wenn ich mit Freunden drin sitze, die nicht fotografiert werden wollen, dann, wie gesagt, ich habe das auch 1000 Mal gesagt, PJ fliegen ist für mich auch was Besonderes. Ne? Das wird so ein bisschen dargestellt bei Steuerung F, als würde ich das tagtäglich machen. Ich fliege jetzt am 29. wieder, das werde ich auch das erste Mal aktiv posten. So, ne? Also davor hast du einfach noch nicht gepostet, weil die anderen Leute nicht zu sehen sein wollen. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht so oft geflogen. Ich bin 4-5 Mal geflogen und wenn die mir ganz klar sagen, ich will da drauf nicht, also ich will mich nicht zeigen, dann mache ich das natürlich nicht. Also du zeigst ja wirklich alles, was du an Reichtum hast. Ich bin auch noch nie mit einer riesen Achtermaschine geflogen. Ich bin immer nur mit Vierermaschinen geflogen und ich weiß nicht, ob du in so einer schon mal saßt. Was sollst du da machen? Okay, du kannst aus dem Fenster filmen. Das kannst du machen. Das sieht aus wie jedes normale Flugzeug. Okay, du hast keine Fotos gemacht, weil die anders nicht wollten. So ist es. Okay. Ich fliege jetzt auch nicht jede Strecke PJ. Warum soll ich nach München PJ fliegen für 20.000 Euro? Das ist ja, aber ich check generell nicht, warum reicht nicht eine Business Class generell aus? Ja, innerhalb von Deutschland kannst du ja beispielsweise gar keine Business Class fliegen, vernünftig. Es gibt auch eine Business Class in der Lufthansa und so. Ja, aber keine vernünftige. Dann hast du 10 cm mehr Beinfreiheit, aber nicht mit hinlegen. Am Ende des Tages habe ich es auch schon öfters gesagt, dass das Klima mir nicht scheißegal ist. Aber das ist jetzt der Grund, dass du sagst, okay, ich brauche meine Beinfreiheit, ich brauche mein Space und deswegen muss ich innerhalb von Deutschland Privatjet fliegen. Also ich denke, dass ich es unbedingt muss, aber ich finde es halt geil, mir gefällt das. Ich habe für sowas, so wie ich Yachten geil finde, finde ich PJs geil, aber was, wofür ich mich auch interessiere.
Also ich finde es einfach cool, sowas zu machen. Das ist für mich ein Erlebnis. Mhm, okay. Kommen wir jetzt auch noch zur zweiten Main-Frage an dich. Das habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Was machst du jetzt genau beruflich? Ich mache, wie gesagt, das halte ich auch die ganze Zeit, wie du es wahrscheinlich merkst, sehr raus, weil mich ja nicht so viele Leute mögen und oder viele nicht mögen. Und dadurch kriegt man natürlich auch sehr viel Hass ab. Und ich habe natürlich auch Angst, da bin ich ganz ehrlich, dass das natürlich auch irgendwie mein Geschäft schädigen könnte. Ich kann so sagen, ich bin in Shops investiert, Online-Shops. Ich habe selbst schon E-Com-Shops gemacht und wir sind im Consulting-Bereich aktiv. Das sind so die Haupteinnahmequellen. Consulting heißt was? Also Coaching. Coaching. Ja. Das Ding, was Torben Platzer da kritisiert hat. Nicht das. Das ist was ich auch gemacht habe, was ich auch, was wirklich nicht schlecht ist. Ne? Der Kurs ist wirklich gut. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass das so kritisiert worden ist. Da sind so viele Dinge in diesem Kurs, die einfach nicht klar gehen und die man vor allem nicht verkaufen kann. Aber natürlich machen wir auch 1:1 Coaching, sowas alles. Also da ist viel, viel mehr hinter. Aber was heißt jetzt E-Com? Heißt E-Com jetzt einfach so Dropshipping-Unternehmen oder? Nee, Dropshipping machen wir fast gar nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe früher auch mal mit Dropshipping ein bisschen was gemacht, weil ich ganz ehrlich bin, ich hatte nicht viel Startkapital. Das wäre nicht, also wäre finanziell einfach gar nicht machbar gewesen, dass ich irgendwie Ware einkaufe für 20.000 Euro und dann noch das und das mache, dann noch Logistik dahinter. Aber um langfristig ein Unternehmen aufzubauen, macht Dropshipping auf gar keinen Fall Sinn. Egal, also auf jeden Fall, ich bin in Unternehmen investiert und ich glaube, ich würde es am Ende des Tages sogar sagen, weil ich dadurch den Leuten das beweisen könnte, aber ich kann es nicht machen, wenn ich investiert bin und die Leute, denen das gehört, sagen, du machst das nicht, weil das rufschädigend für mich sein kann, das kann umsatzschädigend sein, dann kann ich es einfach nicht sagen. Also du machst einfach E-Com, du hast auch Immobilien immer gemacht, oder nicht? Immobilien, das ist das, was ich, seitdem ich 18 bin, wo ich sehr, sehr stark daran interessiert bin. Was machst du da? Also so ein Makler oder? Nee, einfach, wenn man was Schönes findet, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, was zu kaufen, ne? Ja, aber woher ist denn das Geld dazu kaufen? Wie gesagt, ich habe mir Startkapital erarbeitet. Ja, aber ich sag mal so, das fängt ja, wenn man im kleinen Bereich arbeitet, bei 100.000 Euro an. Ja. Da muss ich ja erstmal haben. Ist doch. Und die hast du einfach seit, wie lange bist du jetzt 18? Ist doch gar nicht, also 100.000 Euro ist viel Geld, keine Frage, aber das kann man doch wirklich erarbeiten. Das kann man sicherlich erarbeiten, aber... ist keine Kunst. Ja, aber wie lange bist du jetzt 18? Ja. Nein, wie lange? Seit dem 14.01. Also jetzt seit einem 3-4-Jahr. Aber ich mache ja nicht seitdem Geschäft, ich mache seitdem ich 15 bin, spiele ich schon rum sozusagen. Und deswegen hast du jetzt Fat Money? Was siehst du unter Fat Money? Ja, dass du dir PJ-Fliegen leisten kannst. Ja, wenn ich den durchschnittlichen Deutschen angucke, dann geht es mir sehr gut. Entwerfen jetzt viele vor, dass du das nicht nur die Aussagen irgendwie so polarisieren, sondern auch, dass du gar kein Geld hast. Was sagst du dazu? Also, du sagst, du fliegst PJ, da gibt es irgendwie keine Bilder davon. Dann war es irgendwie so fraglich, dass der Champus da in diesem Stadtgarten, ob das überhaupt Champagner war oder ob da irgendwas reingefüllt war. du bist mit dem RE hier hingefahren, so am Ende des Tages. So, deswegen frage ich mich so. Ich bin mit dem Zug hergefahren, ja, weil du mir den gebucht hast. Ich frage mich nur so, ob du halt wirklich jetzt Money hast oder halt, wie die Aussagen so. Ja, mir geht's finanziell sehr gut. Wie gesagt, wenn ich mir den durchschnittlichen Deutschen angucke, ich glaube, der durchschnittliche Deutsche verdient 1,8 oder so, ich bin mir gerade unsicher, dann bin ich auf jeden Fall, und ich glaube, du bist reich ab Nettoeinkommen von 2,8, 3.000. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich kann auch sein, dass ich gerade Falschaussagen tätige. Und wenn ich mir diese Statistiken angucke, dann bin ich definitiv... Also verdienst du mehr als 2,8 im Monat? Ja, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig, sowas zu machen, wie ich es mache. Okay. Also du bleibst. Also das Ding ist, guck mal, ich dachte mir, komm, wir machen jetzt ehrlich, ne, so einen ehrlichen Talk. Also du sagst, das, was du da so preisgibst, was du an Luxusgütern hast, die besitzt du alle. Du bist so rich, wie du dich gibst. Du sagst, du halt manchmal PJ fliegst, dass du manchmal. PJ, wie gesagt, ist eine Aussage, ist eine Ausnahme für mich. Das mache ich auch nicht tagtäglich. Aber ich würde generell sagen, guck dir gerne mal den durchschnittlichen 18-Jährigen an. Ja, ich rede nicht vom durchschnittlichen 18-Jährigen. Ja, aber du siehst ja das, was ich auf Insta mache. Ja. Und das, was ich auf Insta mache, ist nicht gefälscht. Oder das sind keine Storys, die ich irgendwo runterziehe oder lösche oder irgendwie klaue von irgendwo. Das, was ich mache, mache ich auch alles. Und du musst ja auch erstmal nach Dubai fliegen. Du musst ja auch erstmal einen Dubai-Urlaub überhaupt mit 18 leisten können. Ja, da check ich auch, dass du für einen 18-Jährigen wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld hast. Aber
du gibst dich ja so wie, hey, ich verdiene 50, 60, 70.000 Euro netto im Monat, jeden Monat so. Und da ist halt die Frage, ey, tust du das? Also so kommst du halt rüber. Ich finde jetzt 50, 60.000 Euro netto im Monat nicht geisteskrank viel, sag ich dir ganz ehrlich. Also sagst du, du machst mehr dann? Das sage ich jetzt nicht unbedingt, es kommt immer drauf an. Du weißt ja selbst als Selbstständiger, wie Monate mal dann sind, mal wieder. Ja, aber jetzt seitdem du 18 bist, so im Durchschnitt. Kannst sag ja ich nicht zu. Ich kann gerne sagen, wenn ich 10 bis 15 oder auch sogar manchmal 20.000 Euro im Monat ausgebe, dann musst du schon eine bestimmte Summe verdienen im Monat, um dir es erlauben zu können. Mhm. So. Und ich, wie viel verdienst du im Monat? Ja, ich sag, wenn du sagst. Nee, dann. Ich sag komplett raus. Verdienst du über 10? Ich sag, wenn du sagst. Du hast mich ja gerade auch gefragt, ob ich über 3 verdiene. Ich führe hier das Interview, nicht du. Ja, was mich halt nur frage, ist, irgendwie gibt's halt so nichts so, man kann ja halt so bei Firmen Einsicht haben, so wo jemand Geschäftsführer ist und sowas, und da findet man halt nicht so viel. Da kann man ja auch, gibt's genügend Möglichkeiten, das zu verzetteln. Ja, aber warum? Also, ich, wie gesagt, also ich möchte, warum, dass es an die Öffentlichkeit geht. Also du willst nicht, dass Leute wissen, wie viel du verdienst? Nein, mag ich nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Ich bin auch sehr froh, dass ich das so verdeckelt habe, weil... Ja, aber du zeigst ja, wie viel du verdienst, aber die Leute sollen nicht wissen, wie viel du verdienst. Ich zeige nicht, wie viel ich verdiene, ich zeige einfach meinen Lifestyle. Und der spricht für sich. Mhm. Ja, was ich mich halt frage, ist, ob es halt so ein Fake-It-Till-You-Make-It-Ding ist, weil... Was soll ich denn daran faken, also... Naja, erklär mir das mal bitte. Also, naja, ich sag mal so, die Dinge, zum Beispiel das hier mit den, hey, ich spritze irgendwie mit Shampoos rum und sowas, das ist ja auch... Das kannst du ja faken. Natürlich kann ich das faken. Natürlich. Aber war nicht gefaked. Du kannst auch 1000 Sachen faken. Ich habe ja. Nee, warum soll ich das faken? Also bei einer Dompi würde ich sogar vielleicht noch verstehen. Die Dompi gebe ich offen und ehrlich zu, die war vorher noch offen. Also da war noch so viel drin. Aber weil ich auch einfach, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde es machen, so im Club oder so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Dompi ganz neu aufmachen würde und verkippen würde. Also im Club schon, da ist lustig, aber jetzt nicht irgendwie im Garten. Und man merkt ja auch ganz klar, dass das Satire ist, ne? Wenn ich im Garten, für alle, die es noch nicht verstanden haben, wenn ich meine Blumen mit Champagner gieße, ist es nicht ernst gemeint. Das ist mir schon bewusst, dass es nicht ernst gemeint ist, aber was ich mir halt frage, ist, ob da halt Shampoos drin war oder halt irgendwie was reingefüllt. Wie gesagt, die Dompi, die war schon geöffnet, die anderen Flaschen waren ganz normal Shampoos. Also das war alles Shampoos, weil ich hab sogar extra hier heute für den Spritztest mir Shampoos besorgt. Ich habe zwar keine Gläser, aber ich frag mich halt, es gibt ja die ganzen Videos. Mhm. Hat doch auch ultra gespritzt bei mir, der Shampoo. Ja, dieser eine da von Edeka, oder nicht? Das ist normaler Moët-Champagner. Das finde ich auch lustig, wie Leute sagen, die regen sich über meine Aussagen auf. Und das schäumt irgendwie halt mehr. Also guck mal, das ist ja unten noch nicht mal voll so. Das? Gib mir ein Kass- und Weinglas, dann zeige ich dir, wie man was einschenkt. Gerne. Hier, das hat ungefähr eine Form wie ein Weinglas. Aber das schäumt doch mehr als bei dir jetzt in deinem Video. Weiß ich nicht. Sieht für mich genauso aus wie in meinem Video. Also wenn du jetzt so... Darf ich einschenken noch mehr? Ja klar, mach. Also wenn du so einschenkst, das kannst du auch mit einer Cola ausprobieren, dann ist das klar, dass das schäumt. Also sind die ganzen Videos, die sagen, hey, da war kein Shampoo drin, das sind Fake. Wie gesagt, ja, da war... Champagner getrunken. Ich kann es doch mal wiederholen. In der Moët war Shampoos drin, in der anderen war Shampoos drin, die Dom Perignon, die war schon zur Hälfte auf. Wir haben gleich noch ein paar Zuschauerfragen. Hatte ich ja vom Instagram, by the way, für die nächsten Talks. Weil wir machen ja so ein Format, dürft ihr auch auf Instagram immer Fragen stellen, deswegen immer Story abchecken. Sehr gerne. Habe ich aber noch zwei, drei Themen vorher, die ich überhaupt nicht checke. Deswegen dachte ich, frage ich einfach ganz, ganz normal nach. Ihr habt in eurem Podcast über Depressionen und sowas gequatscht. Und ihr seid zum Schluss gekommen, man hat keine Zeit für Depressionen. Viele Männer reden immer darüber, ich bin depressiv, mi. So, sorry, dass es gerade nicht gut geht, aber... Das ist doch genau das Ding, man hat doch gar keine Zeit, depressiv zu sein. Es gibt sowas wie Depression gar nicht. Ich habe gar keine Zeit, gar nicht rumzuheulen. Das stimmt auch. Streng dich doch einfach mal an und überleg, wie du mehr Geld verdienen kannst. Das ist doch nicht so schwer. Ja, aber du sagst, es gibt keine Depression. Das sage ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich gesagt, dass es keine Depression gibt? Nee, hat dein Kollege gesagt, aber du warst bestätigt. Das war generell auf die Aussage gezielt, ne? Meiner Meinung nach ist es auch so. Warum sollst du in der Situation, wenn dir scheiße geht, warum sollst du dann rumheulen? Du sagst, ich habe keine Zeit, um depressiv zu sein.
Ja gut, ob jetzt mein Kollege jetzt depressiv so meinte auf, ich bin krank und gehe richtig zum Arzt, oder ob er das einfach nur so meinte, du bist depressiv, du bist down, du hast eine schlechte Phase. Man hat doch gar keine Zeit, depressiv zu sein. Es gibt sowas ich wie Depression gar nicht. Ja, das ist auch, wie gesagt, da kann man jetzt so tiefgründig drauf eingehen. Seine Message, genauso wie meine Message, war, man hat keine Zeit im Leben, um irgendwie rumzuheulen, sondern man muss nach vorne gucken und machen. Aber was schlägst du dir mal vor, der wirklich halt wirklich Depression hat und... Der tut mir leid, der soll zum Arzt gehen und eine Therapie machen. Okay. Ja, aber ich check's halt nicht, warum er dann drauf eingeht. Also zum Beispiel jetzt bringst du Aussagen, die würde ich voll genauso unterschreiben. So. Das finde ich gut, dass du das bringst. So. Aber dann halt, dann kommst du in deine polarisierende Rolle rein und ihr bringt halt so Aussagen, klar, jetzt nicht nur du, aber in eurem Podcast, so Sachen wie, ja, mal gar keine Zeit, um depressiv zu sein, Depressionen gibt's gar nicht. Ich hätte auch gar keine Zeit, um rumzuheulen. Also, ja, aber checkst du nicht, dass Leute dann sagen, Digga, was soll die Scheiße hier? So, ich bin stuck in meinen Depressionen seit 4, 5 Jahren, keine Ahnung. Und sich einfach nur denken, wie respektlos redet der über meine Krankheit? Ich habe da keine Wahl, ob ich jetzt depressiv bin oder nicht. So, das ist halt eine Krankheit, an der ich arbeite. Also checkst du nicht, dass Leute dann denken... Ab wann sagst du denn, ist jemand wirklich depressiv? Nee, das... Oder Depression... Also es gibt drei Stufen der Depression. Es gibt eine leichte Depression, eine normale und eine schwere Depression. Das wird ärztlich, kann man das beurteilen. Thema Frauen und Männer. Im Poddy sagst du... Frauen sind viel schneller weg, als sie da sind. Auf eine Frau kann ich mich nie verlassen, egal was kommt. Was ist da der Unterschied zwischen Frauen und Männern? Also warum kann ich mich auf einen Mann verlassen und auf eine Frau nicht? Das kann ja auch andersrum sein, keine Frage. Aber ich sag mal so, ich finde es sehr krass, wenn ich mir beispielsweise so meine Großeltern angucke. Finde ich, hat sich das schon verändert. So, da heiratest du und dann hältst du zusammen, egal was kommt. Und wenn man so heutzutage sehen, wie oft Leute heiraten, oft neue Freunde haben, Freundinnen oder auch einen Freund, so, finde ich einfach... Ich merke einfach, dass viele nicht... Ja, aber warum kann man jetzt ein... Also, du sprichst ja über Frauen. Ja, weil du sagst ja, aus meiner Frauen kann man nicht vertrauen. Ja, weil ich aus meiner männlichen Lage jetzt rede. Soll ich sagen, ich kann meinem Partner nicht trauen? Ich bin ja nicht homosexuell. Deswegen spreche ich das aus meiner Lage. Wenn ich eine Beziehung führen wäre, wäre es mit einer Frau. So, ja. Ob jemand das mit einem Mann macht, ist ja auch seine Sache. Kann ja auch mit einem Mann sein. So. Aber wenn ich das mit einer Frau, wenn ich eine Beziehung mit einer Frau führe, vertraue ich meiner Freundin nicht so gut wie einem langen Freund. Weil ich sehe es ja in meinem Umfeld, wie, weiß nicht, kennst du bestimmt ein paar, aber ich kenne echt wenig Leute noch, die irgendwie mit 18, 19 zusammenkommen und wirklich zusammenbleiben. Du bist ja erst 18. Also, I mean, die meisten kommen mit 18 nicht zusammen und bleiben für ihr Leben lang zusammen. Ja, aber ein guter Freund, der bleibt ein Leben lang meistens ein guter Freund. Und deswegen kann man Frauen nicht vertrauen dann? Weil ich vertraue einer Frau jetzt nicht unbedingt, sage ich ganz offen und ehrlich. Ja, das tut mir leid. Für sich selbst entscheiden, ne? Auch für mich. Ja, dann aber noch beim Frauenthema bleiben. Ich quatsch drüber, kann ich auch schon gerne auch zeigen. Dass ihr euch niemals von einer Frau verbieten lasst, in den Club zu gehen. So, wenn ihr feiern wollt, dann geht ihr feiern. Also das hier ist der Ausschnitt. Ich sage ihm, er geht heute nicht feiern, ich will mit ihm einen schönen Abend verbringen. Akzeptiert er, okay, dann habe ich die Grenze schon mal ausgespielt. Und so diese Grenze darfst du einer Frau gar nicht geben. Wenn ich heute Abend feiern gehe, dann gehe ich heute Abend feiern. Und dann gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Ich habe ein eigenständiges Leben und wenn du damit nicht klarkommst, dann da ist die Tür. Also du darfst feiern gehen und wenn eine Frau sagt, geh heute nicht feiern, und dann darfst du trotzdem feiern gehen. Check ich vollkommen. Aber er sagt dann halt eine Minute später, dass wenn eine Frau alleine feiern gehen will, ihr sie halt nicht in den Club lässt. Meine Freundin, angenommen, ich hätte eine, dann dort hingehen lassen und dann dort von irgendwelchen Männern auf den Arsch greifen lassen. Natürlich sage ich dann nein und da setze ich von Anfang an gewisse Boundaries. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, der das gerade anschaut. Setz gewisse Boundaries, aber das kannst du nur machen als Mann, wenn du einen gewissen Wert hast. Wenn du ein Bro. Das ist ja genau das Ding, wenn du so ein, aber auch wenn du so ein Dulli bist, der alles macht, was deine Freundin sagt, dann fängt die an zu lachen und sagt, ich habe in letzter Zeit so viele Grenzen, konnte ich bei ihm ausreizen. Ich kann das so oder so machen, weil er wird ja nichts sagen. Nee, weil aus dem meine Freundin kann beispielsweise gerne mit mir zusammen feiern gehen, aber ich weiß einfach, das ist ganz bei mir, ich habe da nicht so eine ganz krasse Meinung zu. Ich kenne Leute, die haben noch eine viel, viel krassere Meinung dazu. Aber ich liebe ja meine Freundin und ich weiß genau, wie eklig die meisten Typen sind im Club. Ich weiß das einfach, weil jeder von uns war schon mal feiern. Viele sind einfach ganz eklig und da will ich meine Freundin einfach nicht. Wie gesagt, ich verbiete ihr es nicht. Wenn sie es machen will, dann kann sie es machen. Aber ich würde es nicht gut finden, wenn ich weiß, meine Freundin ist gerade in irgendeinem Club und irgendwelche Typen geiern auf sie. Das würde ich einfach nicht, finde ich persönlich nicht, weiß ich nicht. Ist für mich kein schönes Gefühl. Aber du das feiern gehen dann? Weil es aber auch was anderes ist. Also nur aus Schutz zu deiner Freundin oder was?
Das darf, ich nicht feiern. Nee, ich würde es einfach nicht geil finden, wenn meine Freundin mit einem, weiß ich, mit einem kurzen Rock in den Club geht und, heißt jetzt nicht unbedingt, kurzen Rock ist jetzt falsch formuliert, so, aber ich würde das nicht mögen. Wie gesagt, sie kann gerne mit mir feiern gehen und sie kann auch feiern gehen, wenn sie das will, aber ich hätte dabei kein gutes Gewissen. Deswegen würde ich gerne eine Freundin haben, die einfach sagt, ich brauche das gar nicht, diese Aufmerksamkeit von anderen Typen. Ich will einfach nicht, dass meine Freundin abends, nachts alleine in den Club geht. Checkst du nicht, wenn deine Freundin dasselbe irgendwie so ungefähr empfindet? So, ja, ich will auch nicht, dass jetzt irgendwie mein Freund alleine feiern geht. Und das lässt sie dir nicht verbieten? Das habt ihr im Podcast ganz klar gesagt. Ja, aber weil ich auch, weil Frauen auch einfach nicht zu Männern so sind, wie Männer zu Frauen. Ja, ich hab so ein geiles Zitat gesagt, Männer gehen nur in den Club, um zu f***en. Das war nicht funny. Hat er das gesagt oder ich? Ich habe das, glaube ich, nicht gesagt. Boah, ich weiß es gar nicht. Wenn deine Frau dich wirklich respektiert und dich liebt, dann geht sie nicht in einen Ort rein, wo man nur hingeht, um zu f***en. Der Club wurde nur erschaffen, dieser Ort, damit gefickt wird. Und das genau ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber ist es ja auch so. Also ich sag dir ganz ehrlich. Aber du dann auch, oder was? Nee, ich bin gar nicht so ein Typ. Ich bin eher so ein emotionaler Typ, muss ich zugeben. Wenn, dann will ich eine Freundin haben. Aber es ist halt einfach so, dass voll viele... Oder 10 Blondinen. Ja, genau. 10 hübsche Blondinen. Die emotionalen 10 Blondinen, man kennt sie. Genau. Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Wir haben von Fried.ya... Wie haben deine Eltern auf die Steuerung F-Doku reagiert? Ja, so. Oder wie sind deine Mom? Meine Mom, gebe ich keine Auskunft, so ist mir zu privat, sage ich ganz ehrlich. Top. Yolanda 6876 fragt, bist du wirklich so ein Arsch oder ist alles nur Show? Insta-Name ist ja auch krass. Mhm. Der Insta-Name ist ja auch krass, kann ich keinen vernünftigen Insta-Namen erstellen? Yolanda 145678 oder was, wie ist es? 6876. Nee, wie gesagt, vieles Humor. Wenn sie mich als Arschloch sieht, dann soll sie mich nicht verfolgen. Ich bin, wie gesagt, Social-Media-Welt ist ja unfassbar viel. So, da ist ja eigentlich nichts wirklich echt. Und ja, aber es ist schon viel sozusagen verfälscht. Und die Leute, die denken, okay, so wie ich auf Social-Media bin, das ist wirklich mein Charakter, weiß ich nicht. Mit dem will ich sowieso nichts zu tun haben, weil meiner Meinung nach sollte man erstmal Menschen persönlich treffen, um sich ein Bild über ihn zu machen. So, weißt du, was ich meine? Aber checkst du, dass man dich doof findet? Ja klar, kann man meine Meinung nicht verstehen, das ist ja auch völlig legitim. Darf sie auch. Okay. Konrad sagt, Konrad-BRCK, macht dir die große Kritik nicht zu schaffen? Also wenn ich mir irgendwelche Hate-Nachrichten von irgendwelchen Leuten zu schaffen nehmen würde, die irgendwie 2 Follower haben und ein komisches Profil haben und, weiß ich nicht, die ich nicht persönlich kenne. Klar, wenn jemand zu mir persönlich kommt und sagt, Theo, weiß ich nicht, das finde ich nicht gut, dann nehme ich mir das zu Herzen. Aber wenn mir irgendjemand über Insta schreibt, also wenn ich mir das zu Herzen nehmen würde, dann wäre ich da wirklich dämlich. Also ist ja scheißegal. Ja. Was ich mir immer denke... Wäre geil, wenn ich so viel Freizeit hätte. Ich kriege wirklich manchmal so richtige Romane. Also aber du kannst doch verstehen, dass Leute dich kacke finden. Ja, können mich auch kacke finden, habe ich ja nichts gesagt. Aber ich finde es krank, dass sie sich so die... Wenn sie mich kacke finden, warum nehmen sie sich dann überhaupt die Zeit für mich und schreiben mir einen 2-minütigen Text, so, weißt du? Vielleicht, weil jemand versucht, dass du es checkst so mit den Sachen. Also warum? Also, dass du dich änderst oder sowas? Ja klar, durch deine Insta-Nachricht erinnere ich mich dann. Naja, aber wenn dir 1000 Leute dasselbe schreiben... Ja, wie gesagt, ich nehme das nicht. Ich also ist ja auch egal dann. Ja. Also bleibst du auch jetzt auf dem Kurs einfach weiter so? Ja, ich fahre ein bisschen einfach runter, polarisieren. Weil, wie gesagt, das war mir schon ein bisschen zu doll und ich will den Leuten jetzt ja auch langsam mal zeigen, wenn ich jetzt wieder polarisieren wollen würde, dann würde ich jetzt hier wieder mich von der geisteskranken Seite zeigen, weißt du? Dann würde ich jetzt hier Kaviar wieder, weiß ich nicht, ne? Du weißt, was ich meine. Ich zeige mich ja langsam schon so ein bisschen von meiner echten Seite. Also ist dein Prinzip einfach... ja, ich sag mal so Distanzverbot-Prinzip, was ich ganz am Anfang sah. Zuerst richtig viele Feinde machen, richtig krass polarisieren und dann so, hey, ich bin doch eigentlich doch der tolle Typ von nebenan. Also einfach am Anfang das Image faken und dann Image sagen, faken, ich bin nicht. Und dann so dieses, hey, ich verbessere mich jetzt hier und dies und das. Ja, ich finde, du stellst das gerade so ein bisschen, um das persönlich nimmst, wieder in so ein bisschen schlechtes Licht. Ich fake mein Image ja nicht. Den Humor, den ich da wieder spiele, finde ich auch lustig. Also, wenn ich mir diese Videos angucke, dann muss ich selbst, also so, das ist das, was ich auch lustig finde persönlich.
ich bin lustig. Und wie ich nochmal privat persönlich bin, das ist ja nochmal was ganz anderes. Und das müssen die Leute verstehen. Ich werde auch wieder ein paar Reels hochladen, wo ich irgendwie polarisierende Aussagen tätige. Also dann einfach immer mal wieder real sein immer mal und dann mal wieder eine Flasche Shampoos auf dem Boot knallen. Was hat das damit zu tun, real zu sein und mal wieder nicht real zu sein? Das ist einfach mein Humor und ich bin halt manchmal in meiner Humorschiene, mache ein Video, was ich lustig finde, und dann bin ich privat, wenn ich mit meiner Mutter am Tisch sitze, dann unterhalte ich mich auch anders, als wenn ich irgendwie in einer lustigen Runde sitze und mir gerade einen reinzwirbel. Okay. Ich bin lustig. Wie viel Geld hast du auf dem Konto steht hier? Das sag ich nicht. Sagst du nicht? Ich sag, wenn du sagst. Ja? Wirst du ein Online-Banking öffnen? Ich würde dir mein größtes Konto zeigen, wenn du mir dein größtes Konto zeigst. Ich zieh durch. Ja, das mach ich nicht. Machst du nicht? Du kannst ja die Summe sagen. Mach ich nicht, das mach ich nicht. In der Neidgesellschaft in Deutschland mach ich das nicht. Machst du das nicht? Okay. Also ich habe das ja selbst schon gemerkt, deswegen bin ich auch so vorsichtig geworden. Ich wurde schon einmal ausgeraubt. Du hast ausgeraubt? Wann das? Das ist schon ein bisschen her. Und jetzt letztens war ich im Supermarkt, wollten sie es auch wieder versuchen. Was wurde geklaut, Uhr oder was? Haben sie versucht, aber haben sie nicht hinbekommen. Und wann es ausgeraubt wurde, was wird geklaut? Da wurde ich tatsächlich nur zusammengeschlagen und ein bisschen Schmuck. Aber jetzt wegen den Videos oder? Ja, das ist schon ein bisschen länger her, das ist generell die Neidgesellschaft in Deutschland. Aber jetzt, seitdem die Videos ist, hatte ich zum Beispiel im Supermarkt. Weil ich im Supermarkt war einkaufen, dann bin ich rausgegangen. So fünf Leute hinterhergegangen, dann bin ich so um eine Kreuzung gegangen. Standen die so um mich rum, haben so angefangen. Und ich habe halt einfach straight so meine Einkaufstüte dahin geworfen. So. Und dann bin ich halt einfach weggerannt, so, ne, fertig. Aber du glaubst, dass es wegen deinem Online-Auftreten wirklich passiert, oder? Ja, die meinen ja, hey, du bist doch dieser Theo, blablabla, bleib mal stehen. Und dann standen sie um mich rum, dann bin ich stehen geblieben. Und dann bin ich aber auch... Aber gibt es da nicht zu denken, dass man halt... Vielleicht nicht mehr... Die haben ja jetzt nicht gesagt, scheiß Klima, die wollten, glaube ich, eher meine Uhr haben oder sowas. Deswegen trage ich auch in Deutschland keine teuren Uhren. Aber hast du nicht gerade eine teure Uhr an? Das ist Ansichtssache, was teuer ist, ne? Also, was trägst du da? Jetzt trage ich gerade nur eine Rolex. Eine Rolex, was ist denn das für eine Rolex? Keine teure, eine ganz normale Rolex. Und was kostet die? Die kostet, wenn du die jetzt aber so auf dem Schwarzmarkt kaufst, musst du dich erstmal auf die Liste schreiben lassen, liegt die, glaube ich, bei 10 oder so, 9, 10. Ganz kurz aus dem Auf, weil ich es gerade nicht angesprochen habe, weil das Gespräch sich so ein bisschen verirrt hat, das ist natürlich, müssen wir nicht überreden, Freunde, nicht ansatzweise okay, dass man jemanden ausräumt. Geht natürlich absolut nicht, Freunde. Und jeder, der sowas macht, ist ein absoluter Loser. Ganz kurz mal gesagt. Okay, kommen wir zur letzten Frage hier von Dem Curse. Muss das sein? Dachte ich. Ja. Muss sein. Muss nicht sein, aber ich habe Spaß dran. Okay, du hast Spaß dran, dass dann Leute dich ausrauben wollen und dir ganz viele scheiß Nachrichten schreiben. Ja gut, du zeigst ja, du willst ja immer nur das Schlechteste darstellen hier gerade. Naja, das ist ja das, was passiert ist danach. Ja gut, also, aber es gibt ja auch viele Leute, wenn mich jemand ausrauben würde wegen meinen Videos, würde ich überlegen, mache ich die so weiter oder nicht? Ich glaube nicht, dass die mich wegen meinen Videos ausrauben, sondern weil die einfach sehen, dass ich Geld habe. Und die haben es ja auch zum Glück nicht geschafft. Und ich finde es auch komplett dämlich, einen auszurauben. So. Aber es gibt ja auch viele Leute, die das lustig finden, was man macht. Es gibt auch viele Leute, die das feiern. Und wie gesagt, es ist mir jetzt ein bisschen in eine zu starke Richtung gegangen. Das gebe ich auch ehrlich zu. Deswegen will ich das Ganze ja jetzt auch ein bisschen drehen. Aber was war denn zu stark? Was hast du zu viel gemacht? Ja, irgendwann wird es ja schon, also so diese Arschloch-Person, die ich manchmal dargestellt, oder wie ich manchmal dargestellt werde, die bin ich ja nicht so wirklich. Ja, aber das ist ja immer noch die Frage, die ich immer noch nicht verchecke. Du sagst zwar, klar, das polarisiert, dadurch kriege ich Reichweite, aber warum soll man, also warum gibt man sich so, wenn man weiß, ich bin gerade ein Arschloch? Ich gebe mich gerade als krasser Arschloch. Ich finde mich nicht überall ein Arschloch. Ich finde beispielsweise meine Insta-Videos lustig. Ich bin lustig. Aber ich finde beispielsweise viele YouTuber, das ging mir in eine zu krasse Richtung, wie die irgendwie alles gedreht haben, alles darstellen, als wäre alles Kacke. So ein Klingern wirft mir irgendwas vor mit Betrugsmaschen. Also das ist einfach ein Fakt. Wenn die Leute bei mir eine Dienstleistung kaufen, dann erhalten sie diese Dienstleistung. Und im Gegenteil, viele sind sogar zufrieden mit der Dienstleistung und schreiben mir positive Nachrichten. Das ist einfach absoluter Bullshit. Was anderes kann man dazu nicht sagen. So, und sowas nervt also mich. Sowas fuckt mich am Ende. Die Videos von Klänger und Torben Patzer sind dann Bullshit.
Ich will nicht sagen, dass es Bullshit ist, aber gut, ich habe gerade das gesagt. Die Situation war beispielsweise Bullshit, dass man mit mir Betrug vorwirft, weil das stimmt einfach nicht. Aber weißt du, die stellen so Sachen schlecht dar und tun so, oh, ich habe ihn exposed. Obwohl sie, wenn man mal ganz sachlich drüber nachdenkt, mich gar nicht exposed haben. Aber ist dann auch das, was Torben Patzer dir vorwirft, dieses Ding, dass du mal irgendwie damit was mit so Spotify-Platzierung hattest, da meint er auch irgendwie, dass du da irgendwie betrogen hast. Das ist dann auch viel Scheiße. Ich habe nie jemanden betrogen. Hier wird Theo nun bezichtigt, vor einem Jahr schon krumme Dinger gedreht zu haben. Nachdem da nichts passierte, hat sich der Käufer öffentlich beklagt und wurde geblockt. Das Geld allerdings landete sicher auf dem Konto der Oldenburgischen Landesbank, Inhaber Theo Straben. Ich habe auch mit Torben darüber geredet und er meinte auch, dass das sozusagen, wie kann ich das jetzt formulieren, dass er auch, er ist sicher, er weiß es ja auch nicht zu 100%. Er kriegt diese Anmaßungen und wir wollen auch viele Leute schaden. So, und ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, kann er ja auch nicht sagen. Fertig. Okay, er hat nur so ein Video gesagt. Deswegen. Genau, klar, er hat das gesagt, aber ob das wirklich am Ende des Tages 100% stimmt, das kann ja keiner widerlegen. Und ich sage ganz offen und ehrlich, warum sollte ich jemanden wegen 35 Euro verarschen? Das, sowas macht mich sauer, weißt du? Ich weiß nicht, also wir haben auch eine längere Diskussion gehabt, wie viel Gage du jetzt hier bekommst. Das war auch irgendwie weird. Geht ums Prinzip, weil ich kann ja nicht für dich hierher fahren kommen. Weißt du, ich krieg, soll ich offen und ehrlich sagen, was ich von dir kriege? Machen. Das ist ja gar nichts. Ich krieg 300 Euro von dir. So. Ja, 350 sogar. Hä? 350. Ja, das ist gar nichts. Du zahlst mir noch das Hotel, so, danke. Erstmal hier, ne? Ja, ich will jetzt auch nicht, aber das sind einfach so Sachen, ich kriege ja vom Fernsehsendern mehr Geld. Ja, aber und, dann, komm, aber da zum Beispiel. Ich verdiene ja nicht an deinen 300 Euro, es ist mir ja, was soll ich mit 300 Euro? Ja, aber da zum Beispiel checke ich nicht, so, ich sag dir, hey, send mir eine Rechnung über 250 Euro. Ja, das habe ich falsch verstanden, und über 250 Euro, das weiß ich nicht, die Umgangssprache. Ich habe tatsächlich dann ein paar Freunde gefragt, die meinten, das sagt man so, habe ich noch nie gehört. Freunde, ganz kurze Erklärung, sonst checkt ihr, glaube ich, den Punkt nicht. Theo hat mich gefragt, ob er eine Gage bekommt dafür, dass er hinfährt. Also er bekommt Hotel von mir bezahlt, auch ein ordentliches. Er bekommt Zugfahrt von mir bezahlt und dann halt eben noch eine Gage. Dann habe ich gesagt, ey, klar, können wir machen. Send mir gerne zur Rechnung über 250 Euro. Er hat das auch im Chat bestätigt, so ey, passt. Dann hat er mir jedoch aber eine Rechnung über 500 Euro gesendet. Und dann war ich so, wir haben noch 250 gesagt, warum machst du jetzt 500? So, und dann meinte er so, ja, du hast doch gesagt, send mir eine Rechnung über 250 Euro. Und ich war so, was? Also, er kennt die Redung, wenn du nicht, send mir eine Rechnung über XY. Was mich dann irgendwie schon sehr verwirrt hat, weil jemand, der sich scheinbar mit Business auskennt, dachte ich mir so, du kennst so eine Redewendung nicht, die man eigentlich daily benutzt? Hat mich einfach sehr verwirrt. Das hier, was ich mache, dass ich jetzt hier sitze, mache ich, weil ich die Sache cool finde. Okay. Aber denkst du, ich fahre wegen 300 Euro nach Aachen und hin und zurück, wegen einer Hotelübernachtung? Also ich kann mal so sagen, von anderen Sendern habe ich schon deutlich, deutlich mehr bekommen. Und nicht mal da verdiene ich irgendwie dran. Und es geht mir einfach ein bisschen ums Prinzip, dass ich einfach meine Zeit nicht vergeuden kann. Irgendwie gar, also ich muss ja irgendwie das auch rechtfertigen. Verstehst du, was ich meine vom Prinzip? Wie soll ich jetzt meine Zeit vergeuden und gar keinen Profit da? Das ja, aber wenn dir die 300 Euro scheißegal sind, dann warum diskutieren wir dann irgendwie noch über einen Huni am Ende? Das frage ich mich halt. Wir haben nie über einen Huni diskutiert. Ja, ich habe gesagt 250, dann meinst du, ja, können wir uns nicht irgendwie in der Mitte treffen und dann machst du 350. So habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, machen wir 300 fertig. Jetzt bitte stell mich nicht so da, als würde ich diskutieren. Am Ende des Tages, also ich behalte dein Geld. Ich kann dir die WhatsApp nochmal zeigen. Ich zeige dir nicht im Video. Ja, behalte dein Geld. Was im Chat? Nein, du kriegst es auf jeden Fall. Habe ich dir gesagt. Aber es hat mich nur gewundert, so, weil Ermin, so, du gibst dich halt so ultra rich und dann so. Und dann haben wir irgendwie so mehrere Nachrichten darüber, wie viel Geld du jetzt hier bekommst. Das hat mich halt einfach. Du hast einmal, ich habe einmal dir gesagt, bitte übernehmen alle Kosten, die hier antreten. Ja, klar. Hotelübernachtung, zack, weil ich komme in deinem Video, das ist komplett selbstverständlich. Und ich habe gesagt, ich brauche von dir, das habe ich so betont in der Sprachnachricht, ich will von dir keine Summe haben, von der ich profitiere. Du bist kein Riesensender. Ich mache das gerne, weil du korrekt rüberkamst, ich gerne vorbeikomme, fertig. Und am Ende des Tages, wie gesagt, ist mir die Summe scheißegal. Ich verdiene damit kein Geld, das ist dir, glaube ich, auch bewusst, oder? Nur ist es doch auch nicht schlimm zu sagen, also ich sage auch nicht zu 500 Euro oder zu 400 Euro, sage ich auch nicht nein. Ich habe mich nur gefragt, warum das so ein Thema da bei uns im Chat war. Aber naja. Wie, das war doch gar nicht so ein großes Thema. War ein paar Nachrichten auf jeden Fall nicht, ja. Ja, weil wir uns einmal falsch verstanden haben und ich dir eine neue Rechnung schicken lassen habe, weil ich auch die Rechnung nicht selbst schreibe, sondern mein Manager. Boah, kriegst du erstmal einen Fehler.
Aber wie gesagt, du kannst auch gerne die 300 Euro behalten, wenn du willst. Das ist gegen mir geht, wie gesagt, ich hab's glaube ich. Ja, ich gönn dir doch den Hack, ich gönn dir doch den Hack. Nein, es ging mir da einfach nur ums Prinzip. Fertig. Okay. Weil ich will nicht was machen, ich will nicht 2 Tage unterwegs sein und keinen Cent damit verdienen. Dann hätte ich mich auch am PC setzen können, hätte ich jetzt in der Zeit Gespräche führen können, Kunden betreuen können und Geld verdienen können. Falls du jetzt dann verdient, ungefähr? Mehr als 300 Euro. Mehr als 300 Euro. Ja, was ungefähr? Hä? Was ungefähr? Das interessiert doch hier die Leute. Es kann sein, dass ich in einer Stunde mal 20.000 verdiene. Es kann auch sein, dass ich in einer Stunde nur 1.000 verdiene. Okay. Was ist denn das Ziel dahinter? Wenn du sagst, Social Media ist eh nicht so das, was dich so mega wohl fühlst irgendwie mit, oder ist nicht krass so deine Welt? Also das doch, ich finde meine Videos schon lustig und so. Ich bin lustig. Ich mag das auch einfach gerne, so ein bisschen so einen Kritikpunkt anzukratzen. Willst du ein Bier noch? Ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Okay. Nur Shampoos. Ehrlich? Ja, aber checkst du da nicht, wenn Leute dir sagen, hey, wir finden das, wie du dich da gibst, unfassbar respektlos gegenüber vielen Leuten, dass du dann nicht sagst, ah, okay, ich finde das respektlos, ja, dann mach ich mal weiter. Ja, das ist ja deine Meinung. Wenn ich es lustig finde und nicht respektlos finde, aus meinem Humor ist und die es respektlos finden, dann ist das am Ende des Tages deren Problem. Keiner zwingt dir ja dazu, meinen Content sich anzugucken. Gut, ja, da habe ich schon gesagt, da drehen wir uns hier drin im Kreis, weil diese Aussagen haben wir ja schon 3-mal ungefähr gehabt. Okay, Freunde, falls ihr noch eine Frage an Theo habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht wird er sie beantworten, vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Ansonsten ist es hier gerade ein neues Format. Wir probieren einfach mal, Leute einzuladen, die in irgendeiner Form spannend sind, falls euch gefällt. Liken, falls euch nicht gefällt, disliken. Falls ihr Bock habt, mehr zu sehen, abonniert gerne rein. Bisschen bei Leroy geklaut, ne, das Format? Spaß. Nee, bei Leroy? Bisschen ähnlich. Er redet halt mit Menschen, ne? Und du redest auch mit Menschen, ne? Ja, aber dann ist das nicht... Also, es reden viele Leute mit Menschen. Das stimmt. Ich kann auch über Tim Gabe geklaut haben, macht auch einen Podcast. Das stimmt. Dazu, bleib respektvoll, das ist wichtig. Respektlose Scheiße wird nämlich weggesperrt. Ja, hast du noch was zu sagen? Nö. Ja.